So, da sind wir wieder hier. Ja, ich habe das gefixt. Person Nummer 2 ist jetzt gerade noch nicht da, aber ist dabei. Also. Perfekt. Das, was ich haben wollte. Das läuft hier heute perfekt. Die Goldbeck habe ich umgetauscht schon. Die Eisenblöcke habe ich schon umgetauscht. Sinnfall, dass man das schon sieht. Ich habe das Rest hier also natürlich wieder weggemacht. Aber es funktioniert jetzt. Also das ist schon mal das, was ich haben wollte. Ganz kurz diese Fähigkeit anschauen. Da war ja was. Das macht irgendwie sehr viel Freude, damit jetzt rumzulaufen. Ja, komm nicht in meinen Radius rein, nicht in meinen Radius rein, komm nicht in meinen Radius rein, komm. Lieber außerhalb von Radius. Das ist ein bisschen die gefährliche Fähigkeit, weil wenn sie zu nah rankommen, bekommen sie kein Damage mehr, weil ich sonst mit Damage bekommen würde. Genau. Also mit Explosion gemeint, wo steht da drin? Ich mal ganz zeigen. Das funktioniert immer noch nicht. Explosion. Genau. Tolle Fähigkeit. Ich halte mich kurz ein bisschen. Hat nichts gemacht, okay. Bisschen Kohle farmen und ich habe schon die Überlegung gehabt, ob ich mir einfach ein Buch machen soll schon. Einmal um zu gucken, was bzw. ob mir da was bringt. Ist auch ein Mob. Ah ne, das sind nur Items. Diese Items, kann ich diese Items holen? Okay, es funktioniert. Es funktioniert und ich bin fast leer. Was passiert, wenn hier alles voll mit Kohle liegt? Schade, die Kohle zieht sich zusammen. Egal. Was ist, wenn halt sofort tot ist? Hat man im letzten. Bei der Challenge hat man das ja gesehen. Bei der Team Leader Challenge. Ich weiß auch nicht, irgendwas ist halt mit meiner Stimme los. Ich komme in die Pubertät. Grauenvoll. Ich kann euch das kurz zeigen, was ich meine. So, drei mehr. Den ersten Dia! Toll. Man kommt halt leider nicht auf die Art und Weise an Dings ran. Das ist ein bisschen traurig. Jetzt muss ich einmal wechseln. Wegen. Ich frage mich, warum ich mich irgendwie nicht hochheile. Aber okay. Das verstehe ich nicht ganz. Weil das müsste eigentlich an sein. Noch. Ah, ich bin auch mal an dem. Okay. Ich wechsle dann, wenn ich es brauche. Jetzt gerade zur Zeit was. Apropos jetzt gerade zur Zeit was farmen. Ich möchte mich noch runterbauen ein bisschen. Das lohnt sich aber schon mit hier mit dem Erztausch. Eine sehr tolle Fähigkeit. Noch eine Fähigkeit, die ich sehr gut gebrauchen kann. Ist ja noch mehr. Dazu noch mit Gesalt. Mit Switch. Was eigentlich auch die Überlegung war, ist, weil eigentlich ist es so, dass zuerst Gesalt die Sachen zerstören muss, sozusagen. Bevor Schlange diese Sachen erschaffen kann. Logischerweise, es muss zuerst etwas kaputt gemacht werden, damit etwas erschaffen werden kann. Ist aber nicht drin.
Das wäre, weil dann könnte man es nicht nur zu zweit machen, das wäre ein bisschen stärker, aber was heißt stärker, ein bisschen schwächer, ein bisschen besser auch. Das ist schon recht strong. Ach, funktioniert nicht. Ui. Equipment. Einfach zu faul, das zu machen. Und erster Dia. Leute, allererster Dia. Richtig toll. War so klar. Das war auch irgendwie schon klar. Ja, wäre eventuell eine kluge Idee, sich da jetzt zu wechseln einmal. Mein Mitschalter ist noch nicht da, aber der kommt bei der nächsten Aufnahme. Wenn das stimmt, ist er dabei. Habe ich gesehen, dass es ein R ist. Ich habe aber gefühlt gar nichts. Ich würde gerne Redstone haben, damit ich volle Fähigkeiten entfaltet habe. Das war eigentlich das Ziel für die heutige Folge. Würde ich gerne einmal noch das Black Hole von Gesalt zeigen. Also jetzt einfach noch alles Eisen, Alter. Oh. Kohle. Kohle ist heutzutage das Eisen. Ja. Dann wird es immer noch eine nice Base und sowas geben. Also richtiges Survival-Projekt. Wenn die Adern größer, wenn ich tiefer gehe. Könnte auch kurz für euch, wäre das wahrscheinlich toll, eine Fackel platzieren. Ich soll sie jetzt einfach normales Eisen als lame, also wenn ich wegmachen. Eventuell Teamtausch. Eventuell wieder Team zurücktauschen. Und tiefer. Ich hatte gerade das ganze Eisen alles weggetauscht. Nämlich nicht so ganz vorteilhaft gewesen. Wie bin ich denn? 16. Ja, gehen wir noch. Okay, bleiben wir auf der Höhe. Das ist mal wieder 2. Ah, schon, wir sind in einem Berg. Perfekt. Müssen wir wieder Zeit achten. So ein bisschen das Kackding. Muss aber auf die Zeit gucken. Ich habe aber nichts, mit dem man Items halt vernichten kann, so wie damals mit Golino. Ah, ich habe alles, was ich wollte. Jetzt nur die große Frage, ob jetzt einfach hier kurz ein paar Tage weiter chillen. Kompass. Und ich sage nein. Weil an Dias kommen wir recht schnell ran, das heißt, es lohnt sich nicht. Ich möchte jetzt noch einmal Gestalt dann demonstrieren und dann sehen wir es hoffentlich im nächsten Video schon zu dritt, also zu dritt, zu zweit. Bin komplett verwirrt. So. Ja. Einem Herz durchlaufen. Auch sehr gesund, habe ich mir sagen lassen.
Ich habe auch einen Käfer eingegangen gewesen. Upsi. Ja, egal, jetzt kann ich das mal ganz kurz den Black Hole zeigen. Jetzt. Da oben ist das Black Hole jetzt. Inzwischen. Ich habe Chip. Wenn ich das Black Hole nicht auflöse, bekomme ich alles erstmal Damage. Und so kann ich jetzt ganz einfach. Shit, die haben natürlich keinen Damage. Die Tode werden übrigens über dem Körper angezeigt. Also kann ich jetzt ganz entspannt durch die Welt durchlaufen und meine Items farmen und Monster töten und ganz entspannt chillaxen. Ja, ich werde vielleicht noch ein bisschen farmen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Ich möchte noch ein Buch craften, wenn ich das noch hinbekomme. Wenn ich das richtige Zeug dafür finde. Zwei. Zwei. In der Radius ist es riesig. Ist so ein gefühlt richtiges schwarzes Loch. Und alles direkt in mich rein und ich bin voll. Ich crafte mal kurz eine Kiste. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn wir dann hoffentlich zu dritt sind. Ciao, ciao.